Flugzeug da rein und gucken, was der damit macht. Weil was halt bei Rassisten Sinn macht, wenn Signale, die bestimmte Zylinder erreichen, ist bei ihm weniger sinnvoll. Er nimmt diese Signale und übersetzt sie frei. Das war sehr interessant und ich teile das jetzt mit euch. Ich habe ein bisschen nachgearbeitet an der Kickdrum, die große Schwarze. Und wenn der linke Arm auf die Reihe geht, habe ich auch nachträglich reingearbeitet, um das ein bisschen aufzukriegen. Aber drei Viertel der Musik von ihm und 100% seiner Bewegungen sind seine freie Interpretation von den Signalen des Bassisten. Da ist ganz viel von seiner Hand hier, was in seinen Nacken wandert. Also die Hand des Bassisten steuert den Nacken des Schlagzeugers. Also guckt euch das an. Chaos am Werk. Musst du auch gar nicht weitermachen. Außer die Geschwindigkeit regulieren. Wir wollen sehen. Bleibt soweit.